inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Ja, und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Let's Play auf unserem Channel, Leute. Hier ist der Mr. Apfelmus und ja, wie gesagt, neues Let's Play, nämlich SCP-087-B. Ja, ihr merkt schon, dieses My Little Pony Türchen hier ist bestimmt nicht in der Originalversion des Spiels drinnen. Nein! Das wurde uns von einem Abonnenten extra gemacht. Der heißt ETA10TP1 und der hat das die Keine-Angst-Version genannt. Also mal gucken, ob das stimmt, was er sagt. Auf jeden Fall merke ich schon mal, wir laufen definitiv um einiges schneller als in der normalen Version. Weil die habe ich auch mal gespielt. Boah, 2 Minuten, Leute. 2 Minuten habe ich es ausgehalten. Danach war ich mit den Nerven total am Ende. Warte mal, jetzt muss ich ja gucken. Nämlich ab und zu gibt es hier auch Löcher, wo man reinfallen kann. Das ist vorbei. Das will ich natürlich auch nicht. Ja, ich hatte nämlich auch gerade schon erstmal eine Aufnahme gemacht gehabt. Aber... okay. Alles klar. Ich hatte gerade eine Aufnahme schon mal gemacht gehabt. Aber... wow. Aber da habe ich Bobby vergessen, meine Audiospur mit aufzunehmen. Von daher mache ich das jetzt nochmal. Ich kann euch auch sagen, wie lange die Aufnahme ging. Das waren so knappe 5 Minuten. Ob das jetzt wieder... sag ich mal, so schnell vorbeigeht, oder wie lange das jetzt dauert, weiß ich absolut nicht, kann ich euch nicht sagen. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ja, die Ereignisse auch bei SCP-087-B sind natürlich, wie beim Vorgänger, zufallsgeneriert. Also, das kann auch sein, dass erst bei, keine Ahnung, Stockwerk 50 der, hallo, jetzt hier, wow, wann ist denn sowas da drin in dem Spiel? Komm mal ja nie vorwärts. Alter. Ah, hier, okay. Oh, da ist ein Loch. Da wollen wir nicht reinfallen, sonst wäre das Spiel schon jetzt zu Ende. Das wollen wir natürlich nicht. Also, weiter geht's. Oh Gott. 17, alles klar. Ja, diese, wow! Alter! Boah! Huh. Kranker Scheiß. Ja, also diese Raumschiff-Atmosphäre hier durch das Enterprise-Ding an der Seite und Iron Man oben unten, muss ich sagen, finde ich auf jeden Fall angenehmer oder weniger gruselig als das normale Setting von SCP-087-B. Aber, habe ich da schon auf wieder was gehört? Egal. Aber immer noch nicht wirklich berührt. Hallo? Hallo? Ah, das Licht geht wieder. Schön. Wow! Ach du Schande. Puh, das war knapp. Alter. Boah. Was war das denn? Hier lang? Ja, okay, weiter geht's. Schande. Ja, keine Angstversion, ne? Pff. Alter. Heftig. Ja, dass man hier schnell gehen kann, das beruhigt einen doch schon dann eher irgendwie, als wenn man die ganze Zeit nur so langsam vor sich hinschreiten konnte. Und sag ich mal, dem Blurry-Sicht. Wir atmen schon schwerer, das finde ich ja gar nicht gut. Hier lang. Okay. Hui. Boah, jetzt wird mir langsam schwindelig. Hallo? Was? Wo? Oh Gott! Oh Gott!